Gut, wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht, nämlich dieses Fließband hier aktiviert. Erstaunlich übrigens, dass sie eine schräge Bewegung in dieser Engine darstellen konnten. Schon so ein Ding, was ich für ein bisschen unmöglich gehalten habe. So. Einmal hier hochziehen. Hier ist dann eine Leiter, an die wir vorher nicht angekommen sind. Daher brauchen wir die Kiste. Und ja, nicht wundern, das Geräusch, das ist dieses Ding hier. Relativ tödlich. Und uns gerade im Weg, oder? Nein, ist es nicht, denn wir haben in diesem Spiel eine neue Fähigkeit. Die haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen, oder? Ja, man kann sich an der Decke entlang hangeln. Und ich halte gerade Steuerung so hart, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. Wir dürfen auf keinen Fall hier runterfallen. Ich weiß noch, wem das mal passiert ist. Nein, nicht mir. So, ansonsten. Nee. Da ist auch nichts. Ah, das ist der einzige Ort, wo wir uns rüberhangeln konnten, wo was lag. Da oben flippt die Wache schon komplett aus, ja. Denn sie weiß, was sie erwartet. Hier möglichst weit links entlang hangeln. Denn ich glaube, das Ding schwingt recht stark, was wir da rechts lang sehen. Lang fahren sehen. Oh! Und das kann uns auch beim Klettern treffen dann. Gut, was mache ich? Ich mache den hier. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn hier oben sind Laser. Da in der Mitte. Aber auch er flüchtet wieder einfach von uns. Was ist denn das? So, hier liegt hier irgendwas? Nee, hier liegt nichts. So, aber hier sehen wir. Okay, gerade sieht man ihn nicht. Ist er weg? Nee, er ist nicht weg. Aber da am Boden ist ein Laser. Man hat ihn vorhin gesehen oder eine Lichtschranke vielmehr. Ich springe einfach mal drüber. Und ansonsten, hier liegt nirgends etwas. Ein Stecker, ein weiterer. Ich weiß zwar langsam nicht mehr, wo ich den noch reintun soll, aber gut. Leben. Wir haben wieder volles Leben. Oh yeah. Nichts kann uns was anhaben. Ein gelber Sicherheitsstecker. Ah, mal wieder gelb. Schön. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der hingeht. Ah, da. Unten links im Bild. Man sieht es. Haha. Okay. Hier runter. Das könnte ein wenig tödlich enden, beziehungsweise viel Schaden machen. Deswegen hangel ich mir lieber zurück. Ich möchte bitte, ja, eine Kamera, die hinter Lara ist. So. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Lässt sie sich los, wenn ich 0 drücke? Also umsehen drücke? Nee, tut sie nicht. Gut. Und hier zur Seite. Sonst hätte der ganze Weg nichts gebracht. Ja, jetzt gibt es natürlich noch eine Sache, die wir erledigen müssen, bevor wir da entlang gehen. Wir müssen nochmal zurück und da schneide ich kurz. Okay, da bin ich wieder. Ihr wisst vielleicht gerade nicht, wo ich bin. Aber ihr werdet es gleich wissen, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Ich muss weiter vor allerdings und... Ja, das macht ein bisschen Schaden. Das ist noch nicht weiter schlimm, er sieht auch nicht so viel aus. So, da wäre er down. Hat er irgendwas fallen lassen? Ich denke nein. Und jetzt können wir mal schauen, ob hier irgendwas liegt. Nee, hier liegt nichts. Gut, das heißt, den hätten wir jetzt nicht wirklich umbringen müssen. Den hätten wir nicht wirklich umbringen müssen. Nur, das Ding ist, ich muss nochmal woanders hin. So, ich hoffe, das geht noch. Und zwar muss ich natürlich nochmal diesen Hebel ziehen, um die Türe wieder zu öffnen. Ja, sie ist jetzt wieder... Jetzt ist sie wieder offen. Und schwupp, da wären wir drüben. So, auf der anderen Seite.
dank der Macht der Videoeditierung. Jetzt müssen wir hier hoch, denn dort geht es weiter, glaube ich. Warte mal kurz. Geht's da weiter für uns? Ja, doch, wir müssen schon hier entlang, das passt so. Ja, und hier bin ich mal... Jetzt weiß ich wieder, wobei ich draufgegangen bin. Ich habe mir da gerade das Secret geholt. Ich wusste, dass wir... Ich habe ja gesagt, irgendwann am Ende des Levels müssen wir hier nochmal lang. Ja. Es war fürs zweite Secret, denn das holen wir gerade, Leute. Das sind wir gerade im Begriff zu holen, zu tun. So, der Typ riecht den Braten. Er hat in der Zwischenzeit wohl gemerkt, dass irgendwer da war. Und sich den Stecker geholt hat, der da oben versteckt war. Er lässt uns dafür eine Karte fallen, dafür, dass wir ihn töten. Als Dank. Nein, Blödsinn. Codekarte Typ B. Es ist insofern interessant, wir hatten jetzt schon A, B und jetzt nochmal B. Kein C? Warum B? Aber egal, es soll mich nicht stören. Wir setzen die Karte hier ein und es öffnet sich. Und diese Türe. Ich finde es übrigens... Hahaha. Ich finde es übrigens gut, wie sich die Türe dreht, wie sie die Karte dreht, während sie reinsteckt. Und hier liegt nichts. Dafür liegt hier der Granatwerfer. Wir haben ihn wieder. Ja, wir hatten ihn ja schon. Für ein ganzes Level oder so. Und lass mich mal überlegen. Irgendwie kam man auch hier hinein. Oder auch nicht. Ich dachte, da waren Granaten. Ach, der Typ hat noch Granaten fallen lassen, oder? Egal, kann ich jetzt nicht mehr nachschauen. Ich glaube, der hat noch Granaten fallen lassen. Nun, dann sehen wir uns gleich wieder da, wo wir den gelben Stecker einsetzen müssen. Moment. Ein bisschen bleibt ihr noch hier. Ich muss beweisen, dass ich jetzt nicht runterfall, ja? Hep. So. Jetzt sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und zwar da, wo der gelbe Stecker reingehört. Und jetzt können wir auch beobachten, wie sich die gesamte Textur von diesem Ding da verändert. Während wir den Stecker reintun. Und jetzt kommt nochmal, wie viel Leben haben wir? Okay, wir sollten es überleben. Jetzt kommt nochmal eine etwas lebenslastigere Situation, sage ich mal. Will ich die alle töten? Komm, ich töte die noch. Ich weiß aber nicht, wie viele Gegner das sind, die uns jetzt hier erwarten. Mindestens einer. Ich weiß halt auch nicht, ob die was fallen lassen, ne? Was? War das nur ein Gegner hier am Ende? Mehr nicht. Liegt hier eigentlich noch irgendwas? Es ist jetzt das Levelende, ja. Und, oh Moment. Kann man da hoch? Habe ich nie ausprobiert. Ja, man kann. Aber hier liegt leider nichts. Schade. Nun, jetzt kommen glaube ich noch, wobei jetzt kommen noch ein paar Gegner. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir die noch besiegen müssen, können. Okay, den können wir noch besiegen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo das Levelende beginnt. Ich meine doch, irgendwo hier lag noch was oder so. Gut, ich hoffe mal, sein Loot liegt jetzt nicht irgendwo im Boden. Irgendwo hier war doch noch was. Es war nicht viel. Ich glaube, ein kleines Medipack oder so kann man hier noch holen in dem Raum. Ich kann euch mal verraten, wo das Levelende ist. Es ist da. In diesem Lastwagen, der da geöffnet steht. Ich meine wirklich, hier gab es noch irgendwas. Oh, nein, noch viel besser. Desert Eagle Munition und ein kleines Medipack. Wie viel haben wir jetzt davon? Also von Desert Eagle? 40 Schuss! Ja, das ist super. Das ist natürlich super. So, ansonsten, ich glaube aber... Oder, lag da oben noch was? Sorry Leute, vielleicht gehe ich euch damit gerade ein bisschen auf die Nerven, es tut mir leid.
Okay, nee, da lag nichts. Habe ich mir eingebildet. Gut. Dann sollte ich jetzt auch jede Ecke untersucht haben. Es ist halt wirklich so, ne? Alles, was wir jetzt nicht haben, kommen wir auch nicht mehr. Also das verlieren wir nicht irgendwann, dann ist es egal. Das ist. Was lädt da eigentlich gerade durch die Wand? Das ist wirklich, ne? Wir müssen sie jetzt alles sammeln, sonst ärgere ich mich. Okay, bis dann. Ja, wir sind in Amerika, Lara. Da kannst du dir schon mal eine Cola gönnen am Ende des Levels. Ich habe auch gerade was getrunken, ja. Nun. Das war der Hochsicherheitstrakt, meine Lieben. Eine Stunde 1:21. Ich glaube, da habe ich in der Toskana nicht so lange gebraucht für. Zwei von zwei gefundene Secrets, das ist, was mir wichtiger ist. Besiegte Gegner, 14 verbrauchte Munition, 576, 567, davon 401 getroffen. Benutzt Medipacks keines. Zurückgelegte Entfernung, ich glaube, das ist 6,56 Kilometer. Hochsicherheitstrakt, wir haben es geschafft. Und wir haben unsere Pistolen wieder, ohne Medipack. Das ist bemerkenswert. War auch ein bisschen mein Ziel irgendwie. Ich weiß nicht warum, hat tatsächlich keinen wirklichen Grund. Und das nächste Level habe ich nicht mehr mit der Challenge gespielt. Eine Stunde 1. Die Aufnahme geht jetzt übrigens eine Stunde 42 und 53 Sekunden. Ja. Ich schätze mal, es werden so. Oh Gott, es könnten wieder 5 Folgen werden. Wobei ich habe auch viel. Es waren viele Wege doppelt dabei. Na, ich bin gespannt. Ihr werdet sehen, ihr werdet die Antwort jetzt wissen. Und vor allen Dingen, das darf ich nicht vergessen, hier ist jetzt eine Abstimmung mit dabei, Leute. Ja. Denn nach dem nächsten Level dürfen wir schon wieder entscheiden, in welchen Abschnitt wir als nächstes können. Und deswegen ist hier jetzt schon die Abstimmung. Tatsächlich jetzt nehme ich das Video vor der nächsten Abstimmung in Zelda auf. Das kann tatsächlich noch eine ganz schöne Weile dauern, bis die kommt. Das ist insofern lustig, weil ich im Dschungel gemeint habe, ja, wer abstimmen will, soll erstmal Zelda schauen. Da kommt als erstes die Abstimmung. Und jetzt kommt sie doch hier zuerst. Naja. Eigentlich wollte ich das sneaky machen, dass ich die Abstimmung am Anfang des Levels mache und dann irgendwo zwischendrin die Aufnahme pausiere, ohne dass ihr es merkt. Aber das war mir organisatorisch ein bisschen zu viel Aufwand und das könnte Zeit rauben, die ich zurzeit nicht unbedingt habe. Ja. Deswegen hier jetzt etwas uneleganter eine Abstimmung. Südsee oder London. Bis zum nächsten Level, Leute. Haut rein. Euer Anonymous.